Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Top-Tag an der ZOM. Bei mir ist jetzt ganz ein spannender Gast mit einem ganz spannenden Buch, nämlich «Kinder in der geistigen Welt». Ich begrüße den Bestseller-Autor und Medium, den Pascal Vogelhuber. Schön, bist du da, Pascal. Hallo. Hallo. Wieso gerade ein Buch über Kinder in der geistigen Welt? Das ist etwas, was sehr oft gefragt wird. Und eigentlich ist so ein bisschen meine Verlegerin schuld an diesem Buch und mein Sohn. Also meine Verlegerin Sabine Giger vom Giger Verlag, wir arbeiten jetzt schon seit 7 Jahren zusammen. Und sie hat zu mir immer gesagt, mach doch mal ein Buch über Kinder, weil sehr viele Kinder zu mir in Beratungen oder Eltern in Beratungen kommen, die Kinder verloren haben. Und ich habe immer gesagt, ja, ich weiss nicht. Und so ist ein heikles Thema oder ist sehr ein emotionales Thema. Und ich habe jetzt im März bin ich zuerst mal Vater geworden. Und wir haben eine sehr schwierige Schwangerschaft hinter uns, beziehungsweise meine Freundin hat die schwierige Schwangerschaft hinter uns. Also wir sind 19 Mal auf dem Notfall gewesen. Und eigentlich jedes Mal hat es geheißen, ihr werdet das Kind verlieren. Und jedes Mal haben sie uns darauf vorbereitet und gesagt, okay, das ist jetzt die letzte Nacht, wir können wirklich nichts machen. Und im März ist er jetzt auf die Welt gekommen, alles super, alles gesund. Und irgendwie hat mich das recht geprägt in diesen 9 Monaten. Und wo ich auch gedacht habe, ja, das hat mir einfach irgendwie den Mut gegeben, jetzt auch das Buch zu machen. Jetzt haben ja nicht alle das Glück, dass sie eben das Kind nicht verlieren. Es gibt viele Eltern, viele Mütter, die das Schicksal tragen müssen. Ja. Was sagst jetzt du denn? Eben, du arbeitest ja viel mit Familie. Was passiert mit diesen Kindern? Es ist ein heikles Thema, man muss wirklich auch schauen, wie man das formuliert. Wohin gehen sie? Wo gehen die Seelen an von diesen Kindern? Also eben, es ist so, was ich auch gemerkt habe jetzt bei meiner eigenen Erfahrung, früher, sage ich, bin ich einfach Medium gewesen. Und aus Medium ist es eigentlich relativ einfach erklärt, oder es ist nicht einfach, aber es ist, jede Seele hat eine Aufgabe und beim Inkarnieren muss sie die Aufgabe erfüllen. Und zum Beispiel, wenn jetzt eine Kinderseele nur noch die Erfahrung braucht vom quasi kurz im Bauch der Mutter eintreten oder einfach kurz auf die Welt zu kommen und nachher wieder zurück in die geistige Welt gehen, dann gehört das einfach zu der Aufgabe von der Seele. Es hat auch noch mit Karma zu tun und was für Erfahrungen dass die Seele muss machen. Und ich habe einfach immer gesagt, das ist sehr unmenschlich, wenn du das an Eltern erzählst, die ihr das Kind verloren haben. Das soll ich sagen, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich selber in diesem Prozess war, wo wir müssen damit rechnen mussten, dass unser Sohn wird sterben, habe ich auch gemerkt, aus Medium habe ich die ganze Theorie gewusst. Ich habe gewusst, diesen Kindern geht es auch in der geistigen Welt gut. Es hat alles einen Grund, es hat alles einen Sinn. Aber gleich hat mir als Vater ist so das Menschliche reingekommen. Und als Mensch kann man es eigentlich nie erklären. Also das ist auch das, was ich so gemerkt habe, was grundlegend auch meine Arbeit verändert hat. Ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Wunden schneller heilen. Aber wenn man einer Mutter erklärt, das hätte müssen sein, wegen dem, dem, dem und dem, das heilt kein Herz auf der Welt oder kein Mutterherz, das Kind verloren hat. Also für mich war es gut gewesen, eigentlich die Erfahrung, weil ich wie breiter geworden bin von meinem Spektrum. Wie reagiert denn jetzt Mütter, die zu dir kommen und das Thema ansprechen? Eben, wie du sagst, es ist nicht so einfach, einfach mit dem umzugehen. Ja, das hätte jetzt so müssen sein. Das ist jetzt dem Kind seine Aufgabe gewesen. Was erlebst du da für Reaktionen? Verschiedene Sachen natürlich. Was mich noch erstaunt, ist eigentlich, dass oft Eltern aus diesen wirklich traurigen Schicksal auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nach einer gewissen Zeit eine enorme Kraft schöpfen können. Also auch ich habe mir dann mal überlegt, so an vielen Kinderhilfswerken oder an vielen Organisationen, die es so gibt auf dieser Welt, es ist oft von Eltern gegründet worden, die ein Kind verloren haben. Und ich bewundere oft die Klienten, also wie die mit diesen Schicksalen umgehen. Also, und dann gibt es natürlich auch die, sind zum Glück wenige, die wirklich an diesem Schicksal zerbrechen. Aber was ich auch schön finde, dass wirklich die verstorbenen Kinder oft sagen, sie wollen, dass die Eltern erleben, dass sie glücklich sind, dass sie ihr Leben weiterleben. Und das ist eigentlich auch so die wichtigste Botschaft, die Kinderseelen haben. Mhm. Wann kommt dann ein Kind oder ein Neugeborenes oder wann kommt die Seele dort rein? Das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird in einem Gespräch. Wann passiert das?
Das ist eine Frage, die sehr oft kommt. Und für mich war es auch wirklich faszinierend, eigentlich die Seele des Kindes, also jetzt bei unserem Sohn, ich habe es ja nur von unserem Sohn so wirklich ganz live miterlebt, die ist wirklich etwa anderthalb Jahre vorher, hat man in der Aura von meiner Freundin gesehen, dass so eine Seele ist am Vorbereiten. Und das klingt speziell, ehrlich gesagt. Das klingt wirklich mega speziell. Und wir haben auch immer, oder in dem Moment haben wir noch nicht gesagt, wir wollen jetzt ein Baby bekommen. Und ich habe immer gesagt, hey, nein, voll komisch, da ist jemand da. Und eigentlich die ganze Schwangerschaft durch ist die Seele, also eigentlich so links in der Aura von der Frau. Und es ist eigentlich so wie eine energetische Nabelschnur, die mit dem Körper im Bauch verbunden ist. Und während der Geburt, also während das Baby quasi rauskommt, egal ob das jetzt Kaiserschnitt ist oder eine Spontangeburt, verbindet sich, also wird durch die Nabelschnur, wird sich wie zusammengezogen, also eine energetische Nabelschnur, und verbindet sich Seele und Körper erst. Mhm. Also es ist für mich aus Medium mega faszinierend auch gesehen, ihn vorher quasi schon zu sehen. Mhm. Weil Kinderseelen suchen sich wirklich die Eltern aus. Also das haben wir gelernt in meiner Ausbildung, das ist Theorie, habe ich oft bei meinen Schülern gesehen, wenn ich habe gesehen, die sind schwanger und das Seele wirklich die Eltern aussuchen, aber halt auch selber. Und ich habe mir manchmal auch überlegt, was hat sich mein Sohn überlegt, als er mich ausgesucht hat? Ja, was hat er sich überlegt? Das weiß ich nicht. Also ist es so, dass wir uns wirklich unsere Eltern aussuchen? Das ist leider so. Also ich habe sicher sehr gute Eltern ausgesucht, aber ich sage auch immer, wenn sich die Leute über die Eltern beklagen, du hast die selber ausgesucht. Das heisst, man hat es dann quasi als Seele, die man da irgendwo umschwirrt, kommen wir nachher noch darauf zurück, wo die genau sind. Ja. Hat man eine Aufgabe und dann weiss man, aha, sie wäre jetzt noch eine valable Kandidatin, blöd gesagt, um meine Mutter zu werden. Genau. Ungefähr so. Okay. Wenn man es sehr vereinfacht jetzt. Ja. Sehr vereinfacht, genau. Ja. Also die Seelen von diesen Kindern sind um. Auch die Seelen von diesen Verstorbenen sind auch um. Wo treffen die sich schlussendlich? Also jetzt, ich würde es ja nicht ins Lächerlich ziehen, sondern wo passiert das? Also wo der Austausch? Ja, dass der eine sagt, ich muss jetzt dort an und ich muss jetzt da an. Ja. Also es gibt natürlich so, man muss immer, das ist das, was ich auch im Buch mit dieser Brotteig-Theorie... Wir können mal das Bild zeigen, oder? Das wäre, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil es ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Genau, im neuen dass Buch mit dem, ein Bild gemacht. Mit dem Bild ein bisschen etwas können, schwierig ist. Also wenn man eigentlich so sieht, oder wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist... Seele, Tom, ich nenne sie jetzt einfach mal Tom, oder der Mensch Tom. Und eigentlich die Seele ist hier, ist wie ein Brotteig, die bleibt in der geistigen Welt. Eigentlich inkarnieren tut nur ein Aspekt, also nur ein Teil von der Seele. Also wenn man einen Teig vorstimmt, nimmt man ein Stück Teig raus, macht ein Teigmäntel und das nennt man dann Tom. Und aus dem Tom, seiner Seele, da, kann es zum Beispiel auch noch andere Teigmäntel geben. In diesem Fall habe ich sie jetzt Maria genannt und das wären dann sogenannte Seelenpartner. Also Seelenverwandte? Nein, die Seelenverwandten sind die. Das also sind nochmal andere, wir haben auch noch andere Brotteige von der Seelenfamilie und die Aspekte, die hier inkarnieren, das sind dann Seelenverwandte. Mhm. Eben, es ist ein mega komplexes es ist recht, Thema. Also ich musste auch etwa dreimal lesen, bis ich dann rausgekommen bin. Das ist so. Das heisst, also wenn meine Seele, also ich habe ja eine, ja. Und da gibt es jetzt vielleicht drei Teile von mir, die... Kann sein, dass es drei Teile gibt, ja. Ah, echt? Ja. Und die sind irgendwo verteilt auf dieser Welt? Auf dieser Erde. Sicher. Das heisst, ich habe dann eine Aufgabe, oder ich habe mehrere Aufgaben gleichzeitig. Ja. Wie viel gleichzeitig kann ich haben? Das weiss ich nicht, das ist unterschiedlich. Oft tun wir auch eben von unserer Seele, also von unserem Brotteig, jetzt wenn wir bei den Kindern bleiben, dass zum Beispiel viele Eltern sagen, wie kann das sein, dass mein Kind auf die Welt kommt, mit 4, 5 Jahren Krebs stirbt, wie kann das sein? Und oft ist es auch so, dass genau die Seele, also wir schauen auch immer noch den Tod aus Strophe an. Und das ist auch das, was ich immer wieder lernen muss, bei meiner Arbeit, oder was ich auch selber dort lernen bei dieser Angst, der Tod ist eigentlich keine Strophe. Also es gibt eigentlich einfach Aspekte oder Menschen, die müssen 80 Jahre alt werden, um ihre Aufgabe zu erfüllen auf der Erde. Und es gibt Seelenaspekte, die dürfen einfach halt früher schon wieder gehen. Ein Kind, das zum Beispiel an Krebs stirbt, kann zum Beispiel einfach Aspekte von einer früheren Inkarnation jetzt quasi nochmal erleben und kann dann früher wieder zurückgehen, weil der Lernprozess oder die Aufgabe, die es hatte, erfüllt ist. Das ist unglaublich kompliziert. Es klingt jetzt aber so, wie wenn das etwas Positives wäre, wenn jetzt der Seelenaspekt eben mit 4, 5 wieder zurück kann.
Eben, ich sage, aus Sicht des Mediums ist der Tod nichts Schlechtes. Mhm. Aus Sicht der Eltern oder von uns Menschen ist er natürlich schmerzhaft, es ist ein Verlust und so weiter. Und das darf man auch nie vergessen. Also das ist auch das, was ich meinen Schülern immer weitergebe. Das darf man nie vergessen. Auch wenn man sieht, dass sie geistig, weil das Leben weitergeht und dass sie glücklich sind. Und ich sage auch immer so, ein Journalist hat mich mal gefragt, Pascal, ist es nicht deprimierend für dich, mit Verstorbenen zu kommunizieren? Ich sage, nein, deprimierend ist für mich oft, mit diesen Menschen da unten zu kommunizieren, weil da ist ja immer eins gejammert, dann jammern sie, ich habe da Schmerzen, das ist nicht gut, das ist schwierig, und in der geistigen Welt sind die Probleme einfach gar nicht mehr da. Ist das so? Weil ich habe auch schon gehört, dass es eben auch Jenseitskontakt gegeben hat, wo die Leute aber nicht so glücklich gewirkt haben und sich vielleicht noch irgendwie entschuldigt haben oder sonst etwas in die Richtung. Du sagst jetzt etwas anderes, hat das mit den Medien selber oder mit einem Medium, das vielleicht noch nicht so ausgebildet ist? Oder was liegt das? Es hat beides zu. Es gibt ja die Philosophie, dass eben Verstorbene gibt, die in einer Zwischenwelt leben und so weiter, die nicht ins Licht finden und so weiter. Also das stimmt nicht. Also das stimmt einfach nicht. Also die finden alle wieder wir kommen alle an den gleichen Ort und wir kommen alle an einen guten Ort. Was es natürlich aber gibt, wenn zum Beispiel ein Vater, jetzt nehmen wir an, im Leben seine Tochter jahrelang missbraucht hat und der jetzt stirbt, schaut er quasi seinen Lebensfilm nochmal an. Das ist auch das, was wir aus Nottoderfahrungen kennen, was auch die sagen, sie haben quasi ihr ganzes Leben nochmal angeschaut und haben gesehen, was sie gut gemacht haben, was sie nicht gut gemacht haben. Und das erzählen mir auch ganz viele Verstorbene. Und dort haben sie natürlich auch eine Erkenntnis daraus und merken dann auch, wie ich gehandelt habe oder was ich gemacht habe. Das war falsch gewesen. Und daraus entsteht dann manchmal das Bedürfnis, sich natürlich auch noch bei der Tochter zu entschuldigen. Aber nicht, weil es ihnen schlecht geht, sondern einfach, weil sie gemerkt haben, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Und sie quasi für den Fehler Entschuldigung suchen. Manchmal wird aber auch erzählt, der Verstorbene will nicht kommen, oder der ist nicht da, oder der ist noch mit seinem Prozess beschäftigt, das habe ich noch nie erlebt. Es ist oft dort eigentlich aufs Medium zurückführen, dass man einfach wirklich solide Ausbildung fehlt, oder dass es einfach einen schlechten Tag hat. Also man darf auch nie vergessen, das Medium hat gute Tage und schlechte Tage. Ist und, auch nur ein Mensch schlussendlich. Genau, und viele Kollegen sagen dann halt nicht, oh, ich habe einen schlechten Tag, sondern sagen, geben dann lieber am Verstorbenen Schuld, was ich extrem tragisch finde eigentlich. Jetzt wollte ich gleich nochmal auf die Aufgabenverteilung zurückkommen. Komme ich noch nicht raus, wo die sich alle befinden. Also, ja. Ob jetzt Kind oder Erwachsene, Verstorbene, das ist mal eine Frage. Und wer verteilt die Aufgaben? Genau. Also ich stelle mir das jetzt vor, wie in einem Büro rein und dann gibt es ein paar, wie muss ich mir das vorstellen? Also einfach, dass man es verstehen kann. Halt, so ganz genau weiss ich es natürlich auch nicht, weil ich auch noch nicht, also bist auch noch nie bewusst dort gewesen bin. Ja. Dort sind wir alle schon mal gewesen. Ja. Ja. Aber bewusst bin ich auch noch nie dort gewesen. Aber das Problem ist ja auch, ich schreibe auch oft geistige Welt und da. Aber eigentlich gibt es auch eine geistige Welt nicht. Weil wenn man es von der Physik anschaut, gibt es keinen Raum und keine Zeit. Gibt es auch auf der Erde nicht. Also es ist eine Illusion, dass wir jetzt hier in Wetzikon an dieser Messe sind und den Talk führen. Also wenn wir jetzt sich mit Quantenphysik auseinandersetzen, das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, ist das die grösste Illusion, die wir haben. Weil Zeit gibt es nicht, Raum gibt es nicht und so weiter. Und eigentlich ist die geistige Welt gar nicht getrennt von dieser Welt. Ja? Also es ist eine Welt, die neben unserer nebenher existiert. Genau. Und bevor wir inkarnieren, sind wir dort, alle. Und dann tut man quasi mit dem Geistführer oder mit dem Schutzengel oder einfach mit zumindest Team sitzt man zusammen und tut dann, hey, was für eine Aufgabe muss ich jetzt diesen Aspekt noch erfüllen? Im Ernst? Das ist ein Team? Es ist wirklich ein Team. Es ist auch für mich spannend, wir werden auch von einem Team von Geistwesen begleitet. Und wenn man auch mal so schaut, eigentlich, das finde ich faszinierend, gerade in der Schweiz, über 90% der Leute glauben auch an Schutzengel, glauben an Engel oder haben schon Engelerfahrungen gemacht. Also für mich ist es am Anfang, das erste Buch von 7 Jahren rausgebrochen, habe ich gedacht, hey, wenn ich jetzt den Leuten sage, ich glaube an Engel oder ich bin hellsichtig, habe ich so gedacht, oh, ich will nie mehr auf die Strasse können. Und irgendwie ist es für mich faszinierend, dass wirklich 90% hat solche Erfahrungen gemacht. Und ich sage, da muss ja etwas dran sein. Aber jetzt bei dieser Aufgabenverteilung von diesem Team, ja. Ich habe mir das vorher das erwähnt mit einem missbrauchten Kind oder einem Kind, das geschlagen wird. Und so. Es ist ein heikles Thema, ich will es trotzdem ansprechen. Wer um Himmels Willen tut sich so eine Aufgabe ausdenken? Ja. Also das ist ja etwas, wo man sich fragt, oder? Das für was ist so. Braucht man das?
ich frage mich das auch ganz oft, also wenn man gewisse Menschen anschaut, warum geht es gewissen Menschen so gut und gewissen Menschen geht es so schlecht. Und zum Glück, ich habe dann auch mal meinen Geistführer gefragt, hey, warum sucht sich das jemand aus? Und er hat mir auch erklärt, wenn man aus menschlicher Sicht schaut, macht das nie Sinn. Also dann würden wir nie sagen, ja, ich will Eltern haben, die Gewalt an mir ausüben. Aber bevor wir inkarnieren, wollen wir ja quasi die Entwicklung machen. Also wir wollen weiterkommen. Und da kann es eben auch sein, dass man sagt, okay, ich nehme den harten Weg. Weil der Mensch lernt einfach, ehrlich gesagt, aus Leid und aus Schmerz. Das ist ja so das Krasse, oder? Wenn du morgen aufstehst und dein Ellenbogen macht nicht weh, dann sagst du auch nicht, wow, geil, mein Ellenbogen, ich kann ihn bewegen. Aber morgen vielleicht, wenn dein Ellenbogen schmerzhaft ist, achtest du darauf und denkst, oh nein, jetzt muss ich wieder gesund werden. Was ist mit meinem Ellenbogen los? Etwas stimmt nicht. Und wir lernen eigentlich, wenn du einmal zurückschaust, du hast sicher auch schon viele schöne Sachen erlebt, aber auch schon viele prägende Sachen erlebt. Und aus den prägenden Sachen, an einem gewissen Abstand, sagen wir immer, da habe ich daraus gelernt. Also, hättest du deinen Ex-Freund nicht gehabt, rein theoretisch, könntest du die Beziehung, die du jetzt hast, gar nicht geniessen, weil eigentlich nur, dass du dort nicht so ideal gewesen bist, merkst du jetzt, was ideal läuft. Verstehst du ein bisschen, wie ich meine? Ja, absolut. Also wir brauchen das. Heisst das aber auch, wenn jetzt jemand, du hörst doch immer, ja, mir passiert immer schlecht und oder der andere geht Friede, Freude, Eierkuchen, also eins ja. an, durchs Tor durch und durchs Leben, ohne irgendwie ein schlechtes Erlebnis zu haben. Was muss denn jetzt der lernen, der nicht irgendwelche Sachen erlebt oder negative Sachen? Man muss auch noch ein bisschen unterscheiden. Gewisse Sachen sind wirklich in unserem Seelenplan drin, die können wir nicht verändern. Wer macht den Seelenplan? Eben das ist so der Plan oder die Aufgaben, die wir uns vornehmen. Okay, nehmen. Gut. Gewisse Sachen hat auch mit dem Resonanzgesetz zu. Also das weiss auch inzwischen die Medizin und so weiter. Wenn wir immer negativ denken, werden wir auch krank. Oder wenn wir immer denken, das klappt nicht, haben wir keinen Erfolg. Also viele Sachen tun wir uns auch selber einfach negativ manifestieren. Und spannend ist, bei den Leuten, wo immer alles klappt, sie sind meistens von Grund auf positiv oder machen sich auch gar keine Gedanken, ob etwas nicht funktioniert. Also muss man dann auch noch ein bisschen unterscheiden. Mhm. Wieso weiss, es wäre doch einfacher, wenn man schon so eine Aufgabe nimmt, zu wissen, was denn die letzten 20 Aufgaben gewesen wären. Es würde uns ein bisschen schneller für sie bringen. Das ist sicher so. Also ich sage auch, du meinst, weil Babys oder Kinder alles vergessen, ja, oder dass wir unsere Aufgaben nicht kennen. Habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe auch schon überlegt, hey, wenn ich ja wüsste, was ich die anderen 20 Leben gemacht hätte, oder wenn ich jetzt meine Aufgabe kennte, dann hätte ich es jetzt mega einfach. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, weiss ich gar nicht, was meine Aufgabe ist. Weil wenn ich ja schon weiss, was meine Aufgabe ist, kann ich gar nichts mehr davon lernen. Dann würde ich jede Katastrophe easy nehmen, oder? Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich mir vorstellen, das sehe ich jetzt auch bei meinem Sohn, ich sage immer, Kinder ist gut, dass denen ihr Hirn noch nicht so entwickelt ist und dass sie noch nicht reden können, weil wenn du so ein Baby hast und jeder kommt so, Halli-Dalli-Di, jo, bist du aber ein Herziger, du, machen immer so. Und ich stelle mir oft vor, wie mein Sohn so dort liegt und die Leute beobachten und so denken, hey, was fehlt euch? Ja. Was also, ich glaube, es ist gut, dass die Kinder das noch gar nicht so realisieren und vieles vergessen und nicht wie Erwachsene denken. Und dass wir eigentlich das Denken erst so im Erwachsenenalter bekommen. Und es ist auch gut, wissen wir nicht, was wir alles im vergangenen Leben gemacht haben. Weil wir haben sicher nicht nur gute Sachen gemacht. Das ist übrigens ganz eine lässige Einleitung im Buch, das mit den zwei Kindern, mit den Zwillingen, yep, wo sich im Buch hinein unterhalten. Kannst du ganz kurz so das Zwiegespräch vielleicht sagen? Also ich denke mir, die Geschichte kennen noch viele, weil die ist nicht von mir, aber es geht um Zwillinge, die im Buch hinein sind und sich darüber unterhalten, ob es echt Leben nach der Geburt gibt. Und eine Zwillingsseele oder glaubt an ein Leben nach der Geburt. Und die andere Zwillingsseele sagt, es ist unmöglich. Und es kommt dann auch so ein bisschen die Frage auf, gibt es überhaupt Mutter, gibt es Vater? Und ich habe die so schön gefunden. Mein Gotti hat mir vor einigen Jahren die mal geschickt. Hat so gefunden, hey, es passt irgendwie noch. Und ich habe sie jetzt geklaut und ins Buch tun. Also es ist auch nicht von mir. Und ich finde es einfach so schön, weil, dass man einmal sieht, wir fragen uns, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und für Kinder, die im Buch drin sind, fragen sich sicher, gibt es ein Leben nach dem Buch? Also, ja. Das ist eigentlich ein guter Vergleich. Ich habe die Geschichte jemandem erzählt und der hat das auch grinsen müssen und gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ja. Wenn man es so anschaut, dann hat es was. Jetzt schaffst du ja, auch die Geschichten, die drin sind, sind Geschichten mit den Familien, die du zusammen schaffst damit. Es gibt auch eine Dokumentation über dich, ja, die jetzt dann läuft. Erzähl, genau, was passiert, weil es ist ja sehr etwas Neues. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist,
gewesen, so Aufnahmen mit Familien zu machen, die Kinder verloren haben. Wie ist es dir da gegangen? Also eben, ich mache jetzt auf Sat 1, kommt am 27. Oktober auf Sat 1 Schweiz, kommt die Doku. Also das heisst, das Medium, Nachricht aus dem Jenseits. Glaub, aber ist noch nicht so ganz klar. Recht. Und ja, es war für mich mega spannend, gewesen, mal das Ganze für die Kamera zu machen. Für mich war es auch schwierig, gewesen, eine Produktionsfirma zu finden. Ich habe viele Angebote bekommen, aber niemand wollte das Medium eigentlich als Medium darstellen, sondern sie haben immer irgendwie Ghost, also Geisterjäger, Polizeifälle und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte eigentlich wirklich so die klassische Aufgabe darstellen, weil eigentlich die Hauptaufgabe eines Mediums ist wirklich so die Heilung geben oder auch den Leuten helfen, den Schmerz zu verarbeiten. Und für mich war es einfach faszinierend, weil die Produktionsfirma, glaube ich, so die härtesten Fälle von der ganzen Schweiz zusammengesucht hat. Also so ist es mir vorgekommen. Wie haben Sie das gemacht? Also es hat ein Cast, also wir haben auf ein Facebook... Casting in dem mal, Thema? Also nein, es hat auf Facebook einen Aufruf gegeben, wo sich die Leute haben können melden und dann an der Produktionsfirma ihre Geschichte erzählen. Und dort raus haben sie dann die spannendsten Fälle genommen. Und ich habe ja nichts von diesen Fällen gewusst. Und für mich war es auch noch faszinierend, dass die Verstorbenen, also ein Fall, den ich hatte, ich weiß nicht, wie viel dass ich darüber erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt einfach, ist um einen Missbrauch gegangen von einer jungen Frau. Und für mich war es noch spannend, dass also es vom Vater missbraucht wurde, aber dass der Vater mir nur so viel Detail gegeben hat, damit auch die Tochter eigentlich das Gesicht vor allen Leuten noch wie bewahren kann. Also das ist für mich noch faszinierend, also dass auch die Verstorbenen sich auf das die neue Situation, dass es nachher im Fernsehen kommt und jeder erfährt, wie darauf einstellt. Das ist speziell, ja. Für mich war das Medium extrem schwierig, so die hammerpräzise Facts zu bringen, weil ich einfach gemerkt habe, die fangen auch wieder an zu filtern. Also dass so die Familientragik oder Details, die ich sonst in Einzelsitzungen habe, oder so Familiengeheimnisse, die gelüftet werden, in der Fernsehsendung viel weniger habe. Mhm. Aber es ist gleich mega faszinierend. Auch für mich war es auch spannend, so Kameramänner und das Team außenrum, die haben ehrlich gesagt nicht wirklich daran geglaubt. Die mussten einfach arbeiten. Und auch das Team, wie sich das in diesen Wochen verändert hat. Also, es hat ein paar gegeben, wo wir immer alles durchsucht haben und geschaut haben, ob wirklich nichts gefaked ist oder so. Ja. Und vor allem ist auch immer übrigens die Frage, wo kommt, oder kommt, das ist doch alles abgemacht. Yeah. Der Pascal hat schon vornherein gewusst, welche Familie, wo ist was passiert. Mit denen Sachen musst du leben, das immer ist so. Noch. Das ist so, das haben wir auch überlegt. Ich habe auch gesagt, wie können wir das machen? Wir haben lange mit der Produktionsfirma darüber geredet und der Oli, der Produzent, hat dann gesagt, look, Pascal, wir können es gar nicht beweisen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können es ehrlich machen, wir können es richtig machen. Vorwürfe werden kommen. Wir müssen einfach wissen, wir müssen uns gegenseitig in die Augen schauen können. Du musst morgen in den Spiegel schauen können und einfach wissen, es ist nichts gefaked. Klienten wissen, dass nichts gefaked ist. Das war für uns das Wichtigste. Im Fernsehen, wenn sobald du in die Öffentlichkeit gehst, kannst du machen, was du willst. Irgendjemand findet dich immer nicht toll, irgendjemand findet immer irgendetwas. Und, aber wieso hast du jetzt die Doku gemacht? Also erhoffst du dadurch, dass die Leute mehr Verständnis bekommen oder noch mehr Einblick in deine Arbeit kannst geben? Oder was ist der... Für mich geht es vor allem auch immer, also das ist eigentlich so meine grundlegende Dinge, einfach den Leuten zu sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist auch das, was ich mit meinen Büchern mache oder auch, dass ich viel im Fernsehen bin. Auch um die Leute immer mal wieder ein bisschen wachrütteln. Und so wie wir es gemacht haben, glaube ich, dass es einfach eine gute Methode auch ist, weil wenn man wirklich so sieht, es ist nicht so spooky, also es ist nicht so mit Ausräuchern oder dass ich in Trance verfall oder so, sondern ein Kameramann hat zu mir auch gesagt, hey, das sieht so aus, als würde ein Verstorbener neben dir hocken und ich würde hier einen gemütlichen Talk machen. Und das will ich eigentlich eben den Leuten auch zeigen. Also es ist nicht etwas mega so Spektakuläres, sondern es ist einfach, es ist normal. Mhm. Und wenn man auch schaut, wir haben alle eigentlich übersinnliche Fähigkeiten, nur wir beachten es viel zu wenig. Wenn du jemanden triffst auf der Strasse, spürst du sofort, der ist gut oder der ist nicht gut. Oder bei dem ist etwas schräg, oder? Das kennst du. Das ist so, ja. Und du sagst einfach, es ist ein Bauchgefühl. Oder wir nennen es Bauchgefühl. Und ich habe das Bauchgefühl einfach ein bisschen mehr trainiert, ein bisschen erweitert und einfach auf Verstorbene spezialisiert. Und man darf nie vergessen, ich war über 10 Jahre in einer Schule und trainiert. Also ich bin auch nicht am Morgen aufgewacht und habe gesagt, Juli, hui, ich kann das, ich bin Medium. Ja. Ich wollte überhaupt nicht ein Medium werden. Ich war ja früher im Tele Basel Moderator. Mhm.
und bin dort sehr glücklich gewesen. Und vielleicht war die Fernsehsendung für mich auch wieder gewesen, so ein bisschen back to the roots, so das Heilen, Medium und auch wieder das ein bisschen verbinden. Das Fernsehen. Ja. Und eben auch aktuell unterwegs mit dem Buch «Kinder in der geistigen Welt». Ich habe es gelesen, es ist ja nicht nur etwas für Eltern, die ihre Kinder verloren haben, sondern es geht allgemein um das Thema geistige Welt, eben was mit den Seelen und dem Brotteig, wo wir vorher gezeigt haben, passiert. Wem empfiehlst du es jetzt wirklich? Also den Kritiker oder denen, die schon affin sind zu diesem Thema? Ehrlich gesagt, jedem, der einfach Freude hat, das Buch zu lesen, ob er kritisch ist oder nicht. Ich will nicht Kritiker überzeugen oder missionieren und so. Ich glaube auch nicht, dass man ein glücklicherer Mensch ist, wenn man an die geistige Welt glaubt. Ich glaube einfach, wenn jemand stirbt und man weiss, die geistige Welt gibt es noch, dass man dann glücklicher ist. Aber mein Anspruch ist eigentlich, mit diesem Buch sicher nicht irgendwelche Kritikerwellen zu überzeugen, sondern einfach, dass vielleicht Eltern, die nicht das Glück hatten, dass das Kind überlebt, vielleicht einfach ein paar Ziele können helfen, dass sie das anders können anschauen oder besser können verarbeiten. Das ist eigentlich mein einziger Anspruch. Und eben, wir haben es auch so geschrieben, oder für mich ist es auch wichtig, dass es nicht nur um für Eltern geeignet ist, sondern eigentlich für jeden, der irgendjemanden verloren hat. Wir haben es einfach anhand von Kinderbeispielen gezeigt. Oder ich habe es anhand von Kinderbeispielen geschrieben. Ein spannendes Thema, ein spannendes Buch. Und es wird wahrscheinlich wieder eins geben, weil ich glaube, da kann man 20 Bücher darüber schreiben und man wird immer noch offene Fragen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da bist und wünsche natürlich viel Erfolg und auch mit deinen vielen Projekten, wo du da immer dran bist. Danke vielmals. Auch wieder bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war Pascal Vogelhuber. Jetzt geht es weiter mit den News und anschliessend sehen Sie dann da den Stefan Nägeli mit dem Luca Henni. Oder miteinander.